man sieht besonders eingefallen aus, wenn man so radikal abnimmt. Das Fett geht ja nicht weg, das bleibt ja da. Also ab der Pubertät werden Zellen nur noch kleiner oder vergrößern sich, wenn wir zunehmen. Dann entstehen eben so typisch starke Hohlwangen, die Hängebacken oder der Hals hängt, die Augenbrauen hängen runter, alles geht mit der Schwerkraft nach unten. Bunte Lipgloss, Beauty Booster. Beauty Booster. Mit Jennifer Knebler und Dr. Julia Bergheim. Wir sprechen heute über den Ozempic-Trend. Ihr habt von dem Diabetes-Medikament zur radikalen Gewichtsabnahme ja sicher schon gehört. Und wir klären heute den wirklich erschreckenden Nebeneffekt dieser Abnehmspritze, nämlich extrem hängende Gesichter, die wir ja gerade bei ganz vielen Hollywood-Stars sehen. Dr. Julia Bergheim ist bei uns. Julia, ich freue mich, weil das ist wirklich ein echt spannendes Thema, oder? Ja, das finde ich auch. Das ist ganz neu in der Szene. Ja, man liest irgendwie überall davon. Ich habe auch mal das Gefühl, alle reden drüber, aber keiner weiß so wirklich, was es jetzt eigentlich ist. Abnehmspritze, das geistert immer alles so in einem Zusammenhang durch die Gegend. Vielleicht können wir ganz am Anfang mal klären, was ist dieses Ozempic eigentlich? Was macht es in unserem Körper? Ja, Ozempic ist ein Medikament, das eigentlich für die Behandlung von Diabetes Typ 2 gedacht ist. Mhm. Also für Diabetiker. Und wird allerdings in sehr beliebtem und steigendem Maße zur Gewichtsabnahme eingesetzt. Hm. Und der ganze Trend geht eigentlich aus den USA hervor, wo das also auch bei Promis in großem Maße angewendet wurde oder von Promis in großem Maße angewendet wurde. Und man muss sagen, das schwappt natürlich auch auf Europa rüber, so wie viele dieser Beauty-Trends, Gesundheitstrends, Abnehmtrends zu uns kommen. Man muss aber sagen, auch in Deutschland, es gibt wirklich erstaunliche Studien, auch vom Robert-Koch-Institut, dass 50% der Deutschen heutzutage sind übergewichtig. Mhm. Na, deswegen ist natürlich auch das Interesse entsprechend hoch. Was kann ich machen, um effektiver abzunehmen, um überhaupt abzunehmen? Deswegen war das wahrscheinlich für viele auch die Meldung, da gibt es jetzt wirklich was, das funktioniert, ja wenn man vielleicht schon alle Diäten hinter sich hat und nichts hat geklappt. Wie immer im Leben ist es natürlich die Balance, würde ich jetzt mal sagen. Was passiert denn in unserem Körper, wenn wir zu schnell abnehmen? Ja, also das ist vergleichbar zu radikalen Abnehmkuren oder auch bei Krebserkrankungen oder anderen starken Erkrankungen. In dem Moment, wo wir so stark und schnell abnehmen, zerrt das natürlich an besonderen Körperzonen besonders und das ist vor allen Dingen das Gesicht. Mhm. Ja. Das Fett geht ja nicht weg, das bleibt ja da. Also ab der Pubertät werden Zellen nur noch kleiner oder vergrößern sich, wenn wir zunehmen. Aber dann entstehen eben so typisch starke Hohlwangen oder diese Marinette Falls oder die Hängebacken oder der Hals hängt, die Augenbrauen hängen runter, alles geht mit der Schwerkraft nach unten und man sieht besonders eingefallen aus, wenn man so radikal abnimmt. Hat das die Branche, sag ich jetzt mal, vorhergesehen? Weil ich weiß, am Anfang war ja dieser große Hype, oh, es gibt diese Abnehmspritze, alle waren so Feuer und Flamme. Ja. Und auf einmal sieht man jetzt überall eigentlich die Bilder von Hollywood-Stars, die ja auch mittlerweile zugegeben haben, ja, ich habe diese Ozempic-Spritze genommen. Oprah Winfrey, glaube ich, ist dabei, Robbie Williams, Chrissy Teigen, Elon Musk hat ja ganz groß getwittert, Sharon Osbourne, alle sagen, ja, wir haben das versucht und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt die Bilder vielleicht auch gesehen und du auch, Julia. Die sahen ja wirklich gruselig aus. Das war ja, hatte ja nichts mehr zu tun mit, die haben jetzt stark abgenommen. Ich fand, teilweise sahen die aus wie andere Personen. Ja. Das war schon wirklich krass, oder? Ja, vor allen Dingen, das ging ja auch sehr schnell teilweise, ja, wenn man das verfolgt hat. Und natürlich die Gesichtszüge, wenn wir dann nicht mehr dieses polsternde Fett im Gesicht haben, dann sehen wir so eingefallen und auch viel älter aus. Ja. Und das sind schon auch erschreckende Bilder, weil das so radikal passiert. Also ich denke auch, es kommt drauf an, diese Spritze dann auch wirklich ausschleichend zu verwenden. Ja, dieser Grundwirkstoff, der heißt ja Semaglutid, der in Ozempic ist. Ozempic ist zugelassen zur Diabetesbehandlung. Und dann gibt es das Präparat, das denselben Wirkstoff enthält. Das heißt Wegovy und das ist zur Behandlung von Adipositas, also Übergewichtigkeit zugelassen. Und man muss sagen, das hat schon, glaube ich, auch einen gewissen Suchtfaktor, wenn jemand, der seit vielleicht 10, 20 Jahren mit seinem Gewicht kämpft, plötzlich diese Spritze hat, die dazu führt, dass man eben keinen Hunger mehr hat,
die Bauchspeicheldrüse schüttet mehr Insulin aus, dadurch senkt es den Blutzucker. Wir haben eine verlangsamte Magenentleerung, wir haben ein längeres Sättigungsgefühl, ja, und das ist ja das, wonach sich viele Menschen sehnen und wo sie gekämpft haben, dahin zu kommen und vielleicht dann irgendwann auch nicht mehr den Schlusspunkt finden, ja. Oder die Balance. Mhm. Und wie ist das jetzt mal ganz einfach gefragt als Laie? Ich habe diese Spritze jetzt genommen, sehe am Ende aus wie einer dieser Stars und denke vielleicht auch, wenn ich in den Spiegel gucke, um Gottes Willen, was ist da passiert? Mhm. Wenn ich jetzt wieder normal esse, diese Spritze weglasse, kommt das alles wieder oder habe ich da jetzt erstmal ein Thema? Ja, es besteht leider die Gefahr, ja, dass man dann, wenn man die weglässt, dass man dann wieder zunimmt, weil man eben doch wieder diesen Appetit hat. Also dann ist diese Unterdrückung dieses Hungergefühls nicht mehr da. Mhm. Und das ist schon gefährlich. Also man muss da sehr diszipliniert sein und wirklich auch so weitermachen. Kein Zucker, alles, was zu viel Kohlenhydrat hat, weglassen und dann nicht einfach nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Ja. Nun gibt's ja, glaube ich, zu dieser Geschichte wenige Studien, Nebenwirkungen sind, glaube ich, auch noch nicht ganz groß bekannt. Das ging ja relativ schnell, dass es diese Spritze auf einmal gab. Wie ist das? Kann man die trotzdem, würdest du sagen, ruhigen Gewissens nehmen, wenn man sie richtig dosiert? Mhm. Also erstens sollte das immer unter Aufsicht eines Arztes passieren. Nicht einfach so. Dann ist es auch so, bei diesem Medikament gibt es noch keine Langzeitergebnisse. Das ist relativ neu auf dem Markt. Und wir beobachten schon immer gerne langfristig, also über 5 oder 10 Jahre, wie wirkt so ein Medikament und was bewirkt es überhaupt. Man weiß auf jeden Fall, es gibt Nebenwirkungen wie zum Beispiel Müdigkeit, Übelkeit, Verstopfungsgefühl. Deswegen sollte man unbedingt also auch einen Arzt aufsuchen, der diese ganze Behandlung überwacht. Kann man sowas grundsätzlich sagen, wie oft man diese Spritze nimmt? Also kann man sagen, alle paar Monate oder nimmt man die 2-mal im Jahr? Ja, also die Spritze nimmt man jede Woche, möglichst jede Woche? Tag. Ja. Ach du liebe Zeit. Jede Woche. Und man muss sie auch langsam steigend dosieren. Erstmal über, sage ich so, 3-4 Wochen, bis das so seine Wirkung entfaltet. Mhm. Und dann natürlich auch den Patienten entsprechend führen. Also Blutzucker messen, Blutwerte messen, überwachen in Abständen, ja. Damit vielleicht auch die Nebenwirkungen überwacht werden und es nicht zu Problemen kommt. Und ist das jetzt, Julia, quasi so eigentlich auch Vergleich mal, ein ganz einfacher Vergleich, den wir Frauen alle kennen, wie mit Zellulite-Creme, solange man sie anwendet, gehen die Dellen ein bisschen zurück. Ist das mit der Spritze auch, solange man sie nimmt, funktioniert sie, aber sobald man sie quasi absetzt, wie du es eben gesagt hast, wäre das alles wieder im besten oder im schlimmsten Fall, wie auch immer man sieht, wie früher. Also das Hungergefühl kommt wieder. Hm. Da muss man auch drauf vorbereitet sein. Und ich finde, wenn man denn abgenommen hat, braucht man auf jeden Fall danach noch eine weitere Behandlung im Sinne einer klaren Ernährungsberatung und extremer Disziplin. Wenn sich das nicht anschließt, dann ist man im Prinzip, würde ich vermuten, nach einem Vierteljahr wieder da, wo man angefangen hat. Also das Risiko ist dann sehr hoch. Was kostet so eine Spritze? Also mittlerweile ist sie sehr viel günstiger als früher. Das waren einige 100 Euro. Noch vor, ich glaube, einem halben Jahr oder Jahr war das sehr, sehr teuer. Mittlerweile kriegt man die für etwa 80 Euro schon. Muss aber wissen, dass man das natürlich jede Woche ausgeben muss. Man muss immer zum Arzt gehen. Und es ist auch so, dass natürlich das Diabetes-Medikament Ozempic ist günstiger als das Vergleichspräparat für die Gewichtsreduktion. Das Wegovy ist doppelt so teuer, weshalb kurioserweise oder vielleicht auch verständlicherweise ein großer Bedarf und ein Run in den Apotheken auf das Diabetes-Präparat stattgefunden hat und das auch zu einer starken Verknappung geführt hat, sodass Diabetiker gar nicht mehr ihre Präparate teilweise bekommen haben in den Apotheken, weil es da Lieferengpässe gab und man da natürlich schauen muss, dass das ein Problem darstellt, einfach auch gesundheitlich für diese Patienten. Ah, das ist ja Wahnsinn. Insofern also um die 80 Euro aktuell. Mhm. Ein ganz großer Fan, Julia, ist ja Elon Musk. Ja. Der hat das ja quasi dokumentiert eigentlich bei Twitter. Ja. Also der ist da sehr klar.
finde ich, sehr transparent. Er ist ja Unternehmer und er hat das auf seinem Twitter-Account schon 2022 getwittert, dass er also 30 Pfund abgenommen hat und dann aufgrund einer Frage eines Users, wie er das geschafft hat oder what's made the most difference, hat er geantwortet, Fasting plus Ozempic / Wegovy plus no tasty food near me. Also Der Elon ist immer ganz weit vorne, das muss man ihm lassen. Ja. Okay, aber bei ihm ist es auch gut gegangen, ne? Also der sieht ja, der hat ja jetzt kein eingefallenes Gesicht. Mhm. Ja. Ich muss auch sagen, 14 Kilo sind okay, aber ich glaube, wenn man radikal so ab 20 Kilo, 30 Kilo schnell abnimmt, dann kommt es eben doch zu diesen Erscheinungen wie Ozempic Face, plötzlich so gealtert, eingefallen, krank eher auszusehen. Mhm. Ja. No. Und ein Positivbeispiel hast du auch noch mitgebracht. Das Bild kennen wir, glaube ich, alle. Alle rätseln, ob Kim Kardashian zum Beispiel auch Ozempic genommen hat. Und da wurde dann auch viel drüber geschrieben. Denn ganz witzig, zur Met Gala 22 hatte sie ja stark abgenommen, um in das Kleid von Marilyn Monroe reinzupassen. Und da waren auch die Spekulationen groß. Was hat sie jetzt gemacht? Hat sie abgenommen? Wie hat sie es geschafft? Und sie hat aber geschrieben damals, also I would wear a sauna suit twice a day. Hört sich sehr heiß an. Run on a treadmill and completely cut out all sugars. Also sie hat es nicht committed. Ja. Okay, es bleibt also noch ein bisschen Spielraum zur Interpretation. Ja, genau. Julia, gibt es Personengruppen, wo du sagst, hier könnte man die Spritze empfehlen und gibt es Leute, wo du sagst, da ist es nichts? Also ich würde sagen, wenn jemand also vielleicht 10 Kilo mehr hat, das ist jetzt nicht die Masse, ja. Aber es gibt Menschen, die wirklich also 30, 40, 60 Kilo zu viel haben und die in der Vergangenheit dann eigentlich als einzigen Ausweg, nachdem sie, und ich erlebe diese Geschichten seit 20 Jahren, alles probieren. Die haben einfach so ein Wahnsinnshungergefühl und können das nicht stoppen, dass sie sogar, sage ich mal, zu chirurgischen Maßnahmen greifen und dann ein Magenband oder einen Magenbypass setzen lassen. Das ist eine Operation. Mhm. Und für die ist das natürlich in gewisser Weise ein Segen, dass wir plötzlich ein Präparat haben, das unter ärztlicher Überwachung dazu führt, dass man durchaus in einem Jahr 40 bis 60 Kilo abnehmen kann. Ja, das ist für diejenigen natürlich ein Traum, den sie ohne Operation erzielen können. Aber wie gesagt, sie müssen dann auch weiter behandelt werden und beraten werden und sich dann auch entsprechend ernähren. Mhm. Oder eben auf Dauer doch dieses Präparat immer wieder bekommen, wenn sie dann feststellen, sie haben in einem Vierteljahr wieder 10 Kilo drauf. Ja, weil Übergewicht führt ja schon auch zu Erkrankungen wie Diabetes, das wissen wir, wie Bluthochdruck, der dann auch wieder behandelt werden muss. Also im Prinzip ein normaler BMI, Body Mass Index, also das ist empfehlenswert, um auch gesund zu altern. Der Ozempic-Trend. Julia, vielen, vielen Dank. Jetzt wissen wir auch, was hinter diesen Gesichtern steckt. Super spannend auf jeden Fall, wenn man es macht, mit Arzt begleiten und das große Ganze im Auge behalten. Was ist danach? Vielen Dank, dass du ein bisschen Licht in diesen Tunnel gebracht hast. Und bis zum nächsten Mal. Sehr gern. Bis bald. Bunte Wickloss. Beauty Booster. Beauty Booster. Mit Jennifer Knebler und Dr. Julia Bergheim.